Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Fluch der Karibik, und zwar für die Microsoft Xbox. Wir sind bei Teil 24 angelangt. Sehr cool. Jo, zeitleistentechnisch, heute ist noch immer für mich Dienstag, der 29. August. Und ich habe gerade Teil 23 aufgenommen. Was ist passiert in Teil 23? In Teil 23 sind wir zurückgesegelt von Dauwesen nach Redmond. Und haben die Inka-Sammlung haben wir abgegeben im Gouverneur. Und im Endeffekt hat er uns jetzt einen neuen Auftrag gegeben. Und zwar sollen wir nach Greenford, / auf die Insel Oxby fahren. Und dort sollen wir mit dem Gefängniskommandanten reden, weil es gibt einen Piraten, der in Gefangenschaft ist dort. Und der Gouverneur von Redmond möchte gern diesen Piraten in seinem Besitz haben, beziehungsweise halt eben mit ihm palavern. Und das ist halt eben unsere Aufgabe, dass wir jetzt dorthin fahren und ja, ihn halt eben nach Redmond quasi überstellen. Gut, das heißt, wir hauen uns gleich einmal auf See und schauen wir mal, je nachdem, was wir treffen werden quasi auf See vielleicht. Wird sich ja doch wieder das eine oder andere Gefecht ausgehen. Vielleicht schaffen wir auch wieder mal was, dass wir etwas kapern werden. Da hätten wir Oxby. Ist ja jetzt da keine Weltreise dorthin. Und wie gesagt, nach Greenford sollen wir halt eben eigentlich fahren. Ich schau mal kurz da vorbei, was die da für Schlacht haben. Ah, toll. Ein Piratenschiff gegen drei andere. Das ist ein Schoner gegen eine Karavelle. Da braucht man nicht einmal irgendwie mitmachen. Ja, wie gesagt, die sind's. Auch wenn vielleicht der Schoner jetzt zusammengefetzt wird, aber ich meine, was haben die denn da noch? Das ist ein Korvette, glaube ich. Ja, das ist ein Korvette. Und eine Fregatte wahrscheinlich sogar. Was war's? Eine Fregatte, ja. Nein, das war so klar, dass die nicht auf meine Hilfe angewiesen sind. Piratenschiff. Es ist Nacht, das gefällt mir nicht, aber jetzt wird's Tag. Okay, was haben wir da? Nein, ein Schoner. Und eine Brick. Ja, weißt was, machen wir's. Schoner können wir schauen, dass wir den irgendwie halt eben für unsere Zwecke missbrauchen. Also vielleicht schaffen wir es, dass wir ihn. Vielleicht schaffen wir es. Einfach nur, dass wir schauen, dass wir vielleicht den Schoner kapern. 39% ist schon sehr gut. Weil der hat auch wenig Makseln drauf. Lassen wir auch wieder weiterhin unsere Offiziere feuern. Wie gesagt, der Schoner ist jetzt auch nicht gerade so ja überdrüber teuer oder was, oder die Urgoldgrube, wenn wir so einen kriegen. Aber ja, so 30.000 sind die ungefähr wert. 82. Schauen wir mal, ob man vielleicht etwas Besseres. No, siehst du. Der Chef einmal an die Kanone geht. Aber wir können sicher noch ein besseres Ergebnis irgendwie zusammenbringen. So, wie haben wir jetzt? 93, der hat noch immer 65, das ist ziemlich viel. Ich glaube, das war gut. Ja, 50%. Gut, damit können wir, glaube ich, leben.
Jetzt schießen wir aus der Ferne, werden wir es zusammenfetzen ein bisschen, einfach wieder immer. Mit den normalen Kanonen. Oder mit der normalen Munition. Nur aufpassen, dass man es nicht... Na, es geht noch. Bei mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir die Brick zusammenfetzen da hinten und nachher uns aufs Schoner konzentrieren. Ah! Ja, okay, gut. Ich meine, die haben eh gerade die Segel repariert. Das gehört dann auch eh, dass man die wieder zusammenfetzen. Ah, das war voll falsch. Und jetzt ist es blöd, jetzt überlappen sie sich wieder. Jetzt kann es sein von wegen... schön. Dass man quasi vom Zielen her den Logger anzieht, also ins Fadenkreuz kriegen, aber wir eigentlich, genau das meine ich. Deswegen muss ich das selber Hand anlegen. Weil die anderen würden nur auf dem Logger fetzen. Kommen wir in die Reichweite? Na. Noch nicht. Wie viel hat er? Also hält er das aus? Ja, er hält es noch aus. Da einmal richtig gut treffen. Dann schaut es natürlich anders aus. So, er ist in Reichweite, natürlich. Das heißt, wir werden jetzt einmal... Ah. Aber genau den sollen sie zusammenfetzen. Nicht den Logger. Ich lasse ihn ein bisschen näher kommen. Fetzt zum Rüchtsam. Ja, jetzt sollte das gleich gewesen sein. Gut, wir werden jetzt wieder umsatteln auf diese andere. Vielleicht erwischen wir noch ein paar. Aber ich glaube, der wird jetzt da eh abdrehen. Der ist denn der schon beschädigt? Gegen den Wind ist nicht gut. Habe ich mir eh irgendwie gedacht, dass das nicht wirklich funktionieren wird. Ja, und sicherheitshalber haue ich wieder meine Offiziere raus, weil ich habe keine Lust auf irgend... da drüben wäre was. Aber das ist mir jetzt gerade wurscht, so wertvoll kann das nicht sein. Kartätschen mal laden, obwohl das nicht wirklich was bringen wird, nehme ich mal an.
Dann schauen wir mal. Ach, da meint er. Gehen wir kein unnötiges Risiko ein. Oder unnötiges, unnützes. Nein, nein, nicht, das war meiner, Alter. Ach Gott. Na, okay, passt, das ist meiner. Jetzt war ich mir nicht sicher, aber jetzt habe ich quasi einen von meinen auf jeden Fall einmal verwundet, unabsichtlich. Mich wundert es ein wenig, dass da die eine Musik gerade ist. Das ist mehr so Kampfmusik eigentlich. Wow. Ja, ich glaube, Glück zahlt sich ein bisschen aus. Nicht schlecht. Und jawohl. Und das Ganze nur, weil ich diesen einen Krug haben wollte. Jetzt kann es eigentlich. Na, es gibt es jetzt nicht, dass wir jetzt unter Deck auch noch kämpfen müssen, oder? Ja, wirklich. Aber ich glaube, das war's. Also gegen, ja, sehr gut. Weil gegen die drei wäre es jetzt auch lustig geworden. So, jetzt haben wir das Schiff aber. Hoffe ich zumindest einmal. Muss aber auch zugeben, wenn ich beim zweiten Deck bin. Ja, okay, da haben wir was. Nice. Mhm, wunderschön, 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 wunderschön. Gut, da ist jetzt nichts. Da ist auch noch was. Also, zumindest ein Behälter. Jawohl. Kleines Kreuz. Und da müsste auch noch was sein. Genau. Na, da. Also, der Locker hat sich ausgezahlt, aber sowas von. Gut. Jetzt haben wir es. Shona Prevoyante. Ne, Concordia ist cooler. Gut, Crew 14. Pass auf, du kriegst noch ein paar Makeln dazu, dann sind wir auf 18. Charakter, da gehen wir unseren Navigator drauf. Da schon sicher. Güter. Wir dann auf jeden Fall unsere Munition aufstocken. Okay. Ist alles voll. Weizen, Wein, Rum, Kaffee. Ja, Kaffee können wir über Bord hauen, das weiß ich jetzt schon. Und ich glaube, in Rum können wir auch. Warte mal, na, Paprika, glaube ich, war das. Ebenholz, Kaffee und Paprika, glaube ich, sind die. Die Schmuggelwaren auch dort. So, das haben wir jetzt und zack. Gut. Nein! Ah! Six, warte mal ganz kurz. Naja, auch nicht Abenteuerbuch, Handelsbuch. So, jetzt haben wir's! Das ist Redmond, wir fahren nach Oxbay. Ebenholz, Kaffee und Paprika. Gut, das heißt Laderaum. Kaffee abwerfen. Ich weiß, unten steht alles, aber ich mache das lieber händisch. Mava ist ja nie. Ziel anlaufen. Wir wollen in den Hafen und wir wollen anlegen. So, natürlich müssen wir jetzt speichern, weil das war ziemlich, ziemlich gut, was wir da alles abgestoppt haben. Ah, warte mal, siehst du unsere tapferen Recken können wir wieder einsetzen. Und haben wir eigentlich irgendwie. Na.
Keine Erfahrung. Irgendwo bilde ich mir ein, einmal gelesen zu haben, dass man für Entermanöver mehr Erfahrung kriegt, als wenn man Sachen versenkt. Aber ich muss ehrlich zugeben, bis jetzt war das zumindest von meiner Erfahrung her immer umgekehrt. Dass ich mehr Erfahrung gekriegt habe oder halt eben immer einen Levelaufstieg gehabt habe, wenn ich irgendwelche Sachen versenkt habe. Als wie wenn ich irgendwas jetzt da großartig geentert hätte. Taverne brauchen wir auf jeden Fall. Die war jetzt gerade rechts. Da, Shipyard, da müssen wir hin. Da spielt die Musik, da müssen wir hin. Denke ich irgendwo da was zum. Er sitzt ja bei einer Kiste. Ah, ich glaub's nicht. Burschen, lasst mich vorbei. Ja, ist wurscht. Könnt's nerven. Reden. Ja, genau, ein paar Löcher ausbessern, bitteschön. Alles reparieren, alles repariert. Zack. Verkaufen. Ja, jetzt kriegen wir nicht allzu viel dafür, aber immerhin 20.000. Das ist besser als gar nichts. Schau mal kurz, was der da so seinem Repertoire hat. Na, nichts Besonderes. Gut, Passagier. Hallo Navigator. Und tschüss. Gut, das Gefängnis. Naja, da gehen wir noch nicht hin. Jetzt machen wir noch gar die anderen Sachen da fertig. Das ist ein Haus, so viel ich weiß. Das müsste der Kredit heißen. Das Haus von Jeffrey. Ich weiß nicht, wer das ist. Da ist die Taverne. Weißt du was, ich gehe gleich einmal rein in die Taverne. Ich hoffe das Beste, musiktechnisch. Und ich hole mir Maxeln. Nein! Gehen wir gleich zum Händler. 22 von den Heiltränken. Bist du neu? Wir haben viel. Ah, was hat denn der so? Der hat wenig. Gut, dann verkaufen wir ihm was, dann hat er wieder viel. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Cool. Dort von denen haben wir 2, von denen haben wir 5, 5 und 22. Acht davon. So. Ich muss nur ganz kurz schauen, was ist das da gleich? Ein Haus. Ah, das ist der Kredit. Okay. Ich versuch's nochmal mit der Taverne. Jetzt brauchen wir wieder Maxeln dringend. Ja. Männer! Warum nicht? So. Und auf meinem Schiff will ich eine gute, schrägstrich heldenhafte Besatzung haben, beziehungsweise halt eben vom. Ich will da einen Ruf sagen, erst. Die Atmosphäre halt eben soll heldenhaft auf meinem Schiff sein. Gut. Schauen wir mal, wo das Gefängnis ist. Bild mir ein, ich war da eh schon mal. Das schaut gut aus. Hallo. Gefängnis. Das ist... Ich meine, der müsste sich da eh super auskennen, aber ich glaube, mit dem Heinzi, da müssen wir reden. Servus. Was führt euch hierher?
Gouverneur Robert Silhard hat mich beauftragt, euch diesen Brief zu übergeben und einen Gefangenen in Gewahrsam zu nehmen. Wollte ich nur vorbeischauen, ja. Ich fürchte, ich kann euch diesen Gefangenen derzeit nicht übergeben. Was meint ihr mit nicht übergeben können? Richtet dem Gouverneur aus, dass der Gefangene letzte Nacht geflohen ist und dass wir ihn noch nicht finden konnten. Oh, das werde ich ihm mit Sicherheit ausrichten. Und an eurer Stelle würde ich den Schurken ganz schnell finden. So, das war's wirklich. Als ich ihm sagte, dass ich den Gefangenen sehen wollte, informierte mich der Kommandant, dass er mehrere Stunden zuvor geflohen war. Sie suchen nach ihm, doch bisher gibt es keine Spur. Okay. Ist aber lustig, das heißt, ich meine, ich stehe jetzt nicht dort, von wegen, dass ich eigentlich zurückfahren soll, aber jo. Ah. Wie meinen Sie, Sir? Ich bitte euch, Sir. So helft mir doch. Was geht denn hier vor? Sie wollen den alten Mann umbringen. Wo sind die Soldaten? Ihre Aufgabe ist es doch, hier für Ordnung zu sorgen, nicht meine. Die Soldaten müssen hier leben, ihr nicht. Und ihr scheint ein anständiger Mensch zu sein. Bitte könnt ihr diesen armen alten Mann nicht retten. Die Barbaren wollen ihn verbrennen. Hey, cool. Hexenverbrennung. Warum? Was hat er denn getan? Wollt ihr hier stehen und mir Fragen stellen, während die ihn umbringen? Der Mob zündet gerade erst das Feuer an. Ihr habt eine Menge Zeit, meine Fragen zu beantworten. Wie könnt ihr nur so ruhig bleiben? Nun, man könnte sagen, es gehört zu meinem Beruf. Nun binden Sie den Alten fest. Besser ihr sprecht jetzt, bevor es zu spät ist. Schon gut. Er wird der Hexerei bezichtigt. Aber glaubt mir, er ist ein ganz normaler Mensch. Er lebt allein im Leuchtturm und hat noch keinem was getan. Warum ist der Pöbel dann so versessen darauf, ihn zu rösten? Und warum will außer euch ihm niemand helfen oder retten? Er ist ein harmloser Spinner. Er bastelt ständig an irgendeiner neuen Erfindung und die meisten funktionieren nicht, wie sie so, also die meisten funktionieren nicht so, wie sie sollten. Damit hat er eine Menge Leute verärgert. Ja. Die wirken allerdings wirklich ziemlich verärgert. Heute Morgen ist bei seinem Leuchtturm etwas explodiert und der Wind wehte die stinkende Wolke über die ganze Stadt. Das muss ja eine enorme Wolke gewesen sein, wenn man ihn dafür auf den Scheiterhaufen verbrennen will. Aber trotzdem, warum wollt ausgerechnet ihr ihn retten? Meine Tochter wurde eines Tages todkrank und niemand konnte ihr helfen. Aber Clement fand in einer alten indianischen Schrift ein Heilmittel für sie. Nun, er scheint es wert zu sein, gerettet zu werden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wie sagtet ihr doch gleich, war sein Name? Clement. Die Geschichte bewegt mich schon, aber ob sie mich so bewegt, ja, helfen wir ihm natürlich. Oh, der Herr sei gepriesen, ihr tut wirklich ein gutes Werk. Ja, weil ich glaube, wir brauchen den Typen nämlich noch für die Hauptstory, was ich mich erinnere. Ich tue mein Bestes. Und? Mit dem reden? Milord? Was wollt ihr? Wenn ihr nicht mitmachen wollt bei dem Spaß, das stört ihn auch nicht. Ihr haltet das für Spaß? Hässliche Barbarenschädel. Spaß sieht aus. Spaß sieht aus, als wollt ihr jemanden verbrennen. Klar. Könnt gern mitmachen. So ein tolles Spektakel kriegt man nicht oft zu sehen. Spektakel? Das nennt ihr ein tolles Spektakel, wenn ein Mensch in den Flammen umkommt? Hey, es ist noch besser als langweilig Hafenarbeit. Ja, das sieht man. Dass ihr Kerle euch zu Tode langweilt. Wisst ihr, Leute wie euch haben wir es zu verdanken, dass unsere Kolonie als die barbarischste des gesamten Archipels gilt. Gouverneur Roberts selbst hat das mir gegenüber schon oft beklagt. Schon klar, hirnlose Eseln wie euch fällt ja keine andere Art und Weise ein, sich zu amüsieren. Ja, ist der Tode langweilt. Wisst ihr, Leute wie euch, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen für die Herren, nehme ich mal an. Wobei, probieren wir es einmal. Der Gouverneur selbst? Ich mach Witze. Sehe ich etwa so aus?
Er schickt mich her, um nachzusehen, wie schlimm die Dinge wirklich stehen. Mein Bericht wird ihm gar nicht gefallen. Bericht? Da muss ich lachen. Der ganze Archipel versinkt in Piraterie. Schon möglich. Aber alte Männer abfackeln, das gibt's nicht in jeder Kolonie. Weiß die Kirche Bescheid, dass ihr vorhabt, diesen alten armen Mann zu verbrennen? Nicht nötig. Die Kirche wird unser Vorhaben bieten. Hört, hört. Wie, sagte dir, war euer Name? Seid ein Spaßverderber. Wisst ihr das? Jetzt nehmt euren alten Mann und steht euch weg. Na bitte, das geht doch. Tja, tja, tja. Super Nathaniel hat wieder zugeschlagen. Ja, Governor. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, Sir. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten mich diese Dummköpfe in Stücke gerissen. Gern geschehen. Wovon sprecht ihr? Ich verdanke euch mein Leben. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Mein Name ist Nathaniel Hawk und ich bin Kapitän. Oh, das ist interessant. Ich habe da ein paar Erfindungen, die man auf einem Schiff installieren könnte. Aber was stehen wir hier rum? Ich bin euch so dankbar, dass ihr mich gerettet habt. Ich bestehe darauf, dass wir jetzt zu meinem Haus gehen. Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Euch gegenüber, kommt, kommt. Jetzt gibt's ein saftiges, leckeres Vanilleeis. Oder irgendwie sowas. Schön, gehen wir also zu eurem Haus. Aber dass ihr mir die Finger von meinem Schiff lasst. Leuchtturm. Da, Leuchtturm. Ah, da ist die, ja, genau. Entschuldig mich, mein Freund, aber ich bin da an einem Experiment, das meine ungeteilte Aufmerksamkeit verlangt und muss mich jetzt von euch verabschieden. Gut. Wird mir ein Vergnügen sein, eure Gäste zu begrüßen. Enchanté, Capitaine. Nathaniel, was macht ihr denn hier? Daniel? Ihr steckt wirklich voller Überraschungen. Ich bin jetzt nicht in Stimmung für Scherze, Nathaniel. Ich hatte einen harten Tag. Meiner war auch nicht besser. Das sage ich euch. Wer ist denn dieser geschniegelte Affe bei euch? sollte ich mir Sorgen machen? Werde bloß nicht komisch, Nathaniel. Das ist nur... ein Freund. Vincent. Der fährt wahrscheinlich auch immer mit der U-Bahn durch die Gegend. Ne? Schön, dass du das bist. Er hilft mir bei der Suche nach einem Captain namens Raoul Rimes. Was ihr nicht sagt. Den suche ich auch. Obwohl, um ehrlich zu sein, ich scheine seine Spur verloren zu haben. Was wollt ihr denn mit ihm? Es geht um Geld, meine Süße. Man hat mir ein hübsches Sümmchen für ihn versprochen. Vorsicht mit diesem Süßkram, Hawk. Ich habe ja immer gewusst, dass ihr ein geldgieriger Schuft seid. Darauf stehst du, hä? Huh? Ich habe nie vorgegeben, etwas anderes zu sein, Daniel. Ihr wisst also, wo Rimes sich versteckt? Nein, ich weiß es nicht. Aber Vincent behauptet, er wisse, wo der Kerl sich niedergelassen hat. Das ist ja fast zu schön. Ihr trefft rein zufällig die einzige Person, die weiß, wo der Mann steckt, den ihr sucht. Seid nicht so misstrauisch, Nathaniel. Nicht jeder ist so ein Schurke wie du. Oder wie ihr. Was soll das nun wieder heißen, Daniel? Ich versuche nur, es von allen Seiten zu betrachten. Woher will Vincent wissen, wo Rimes sich versteckt? Warum fragt ihr nicht einfach selber? Ich denke, ich werde genau das tun. Ach Gott, jetzt kann ich wieder Stimme machen. Immer ein Vergnügen, Captain. Hallo, ich denke, Daniel hat von mir erzählt. Ja, natürlich, Vincent. Ich heiße Nathaniel Hawk. Man könnte sagen, ich bin ein alter Freund von Daniel. Ich habe von eurer Beziehung gehört. Manche Dinge sollten lieber vertraulich bleiben. Also, sagt mir, wie ihr Raoul gefunden habt und warum ihr uns helfen wollt. Nun, um genau zu sein, will ich euch gar nicht helfen. Ich helfe nur Daniel in dieser Angelegenheit. Ich verstehe. Aber ich bin immer noch neugierig. Was Rimes betrifft. Wie habt ihr ihn gefunden? Wir meinten Nathaniel. Bitte,
Genug der Vertraulichkeiten, ich weiß nicht, ob man euch trauen kann. Daniel hat recht, was euch betrifft. Ihr seid viel zu misstrauisch. Was Daniel denkt oder sagt, ist ihre Sache. Aber ich muss wirklich wissen, woher ihr den Mann kennt, nach dem wir suchen. Und warum ihr Daniel helfen wollt. Und warum ihr Daniel helfen wollt, sonst muss ich euch... wehtun. Sorry. Schon gut, beruhigt euch. Ich kenne Rhymes sehr gut. Wir waren, wenn man so sagen darf, einmal Nachbarn. Was Daniel angeht, ich habe mich entschlossen, ihr zu helfen, weil sie mir einmal in einer sehr unerfreulichen Situation geholfen hat. Klingt überzeugend, volle Wäsche. Ich werde das überprüfen. Wo also, sagt ihr, versteckt sich Rhymes? Das habe ich nicht gesagt. Ihr solltet zuerst mit Daniel reden. Vielleicht will sie nicht, dass ihr mit uns kommt. Das ist teilweise meine Betonung ist ein bisschen anders, weil ich es so schnell lesen tue, aber ist ja wurscht. In Ordnung, ich werde mit ihr reden. Nein, ich will nicht. Pardon? Habt ihr die Information, die ihr brauchtet? Nun, ich denke, wir könnten diesem Kerl trauen. Aber er will mir nicht sagen, wo Rhymes sich versteckt. Ihr wolltet ihn also alleine finden. Das finde ich nicht in Ordnung, Nathaniel. Beruhigt euch, das hatte ich nie vor. Kommt, wir werden ihn gemeinsam suchen. Ihr redet mit ihm, erfahrt, was ihr wissen wollt, und dann bringe ich ihn zu dem Mann, der ihn treffen will. Abgemacht. Aber ich muss vorher noch etwas erledigen. Wollen wir uns in ein paar Tagen hier treffen? Fein, dann habe ich Zeit, meinem Arbeitgeber Bericht zu erstatten. Na super. So, das heißt, ich soll jetzt wieder zurückfahren, ne? Tippe ich mal stark drauf. Was für eine Überraschung. Beim Haus des Forschers traf ich auf Daniel und einen Kerl namens Vincent. Er stellte sich heraus, dass sie auch auf der Suche nach Rhymes war und dass Vincent ihr dabei half. Daniel stört es nicht, wenn ich mich ihn auf der Suche nach anschließe. Wir beschlossen uns in ein paar Tagen wieder am Haus des Forschers zu treffen. Jetzt muss ich zu Silhard, um ihm mitzuteilen, dass er gefangen entflohen ist. Ich werde ihm ebenfalls mitteilen, dass ich auf der Spur von Rhymes gestoßen bin. Daniel hat... Wow. Gut. Na, no, dann gehen wir wieder. Schnellreise? Ja, da gibt's nichts zum Schnellreisen. Das heißt, ich kann jetzt wieder wahrscheinlich den halberten Dschungel da durchforsten. Aber das ist zum Beispiel lustig. Ich meine, okay, das ist jetzt wieder eine Rhymes-Geschichte. Das hat nichts mit dem Piraten zu tun. Aber trotzdem, bei der Quest vom Piraten steht nichts dabei, dass ich jetzt eigentlich zurückfahren soll zum Silhard, zum Gouverneur. Aber in der anderen steht drinnen, dass ich es machen soll. Das hätten sie quasi in dieser einen Mission dabei lassen, also dazu schreiben können. Aber gut, das ist nur ein kleiner Fauxpas, sage ich jetzt einmal. So, was? Ach Gott, das ist die Mine, oder? Ist das nicht die komische Mine? Offenes Haus, aber es wird nichts angezeigt. Also es war keine Beschriftung da vom Haus. Ich glaube, das soll eine Mine sein. Aber mal schauen, vielleicht können wir das die Dinger da sagen. Sieht aus wie ein Pirat. Ja, das tut ihr. Ich hoffe, das sind die Arbeiter, okay. Ich mich irre. Da oben ist nicht weitergegangen. Oje, 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 oje. Na Gott, der Baum schaut auch aus, als wenn er jeden Moment runterstürzen wird. Ah, das schaut gut aus. Thank you.
So, und von da sind wir gekommen. Ich will noch kurz schauen, ob da irgendwo ein Laden ist, aber eben, das ist das Haus von dem Typen und das ist dann... Genau, okay, das ist ein einfaches Haus. Ladentechnisch, da hinten ist auch nichts mehr. Ja, wurscht. Wir haben mehr oder weniger eh alles. Wir haben das Schiff repariert. Ja, haben wir gemacht, genau. Schiff verkauft, Schiff repariert. Mannschaft haben wir wieder aufgefüllt. Und die ganze Beute haben wir auch schon verkauft. Das ist, wir sind good to go. Und ich werde auf jeden Fall noch einmal speicheln, bevor wir auf See gehen. Ja, muss man noch überlegen. Eine Kleinigkeit. Nehmen wir das. Gut, wir sind wieder auf 36 Minuten. Na, weißt was, ich werde die Folge hier beenden, weil ich gerade ein bisschen einen Zeitkonflikt habe. Also Outgame, sage ich jetzt einmal. Das heißt, wir werden es noch einmal speichern. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich drüber speichern kann. Speichern wir über das drüber, ist ja wurscht. Und ja, damit wären wir am Ende von Folge 24. Bei der nächsten Folge, Folge 25, werden wir dann halt eben den Weg zurückfahren nach Redmond. Da werden wir dem Gouverneur werden wir Bescheid geben und dann eh gleich wieder höchstwahrscheinlich daherfahren. Und dazwischen werden wir höchstwahrscheinlich wieder ein paar Schiffe auf den Grund des Meeresbodens schicken und vielleicht sogar kapern, was auch immer. Und vielleicht haben wir dann irgendwann einmal ein Level erreicht, wo ich sage, ja, jetzt ist mir wurscht und ich kaufe mir irgendein stärkeres Schiff. Aber das wird alles in einer anderen Folge stattfinden und nicht jetzt da. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen bei Schauen wir mal Fluch der Karibik für die Xbox Folge 24. Und ja, Mensch bleiben. Tschüss. Baba.